wie oft ich schon beim Schneiden gesehen habe, dass ich direkt drauf geguckt habe auf so eine Insignie und sie einfach trotzdem nicht gesehen habe. Das ist schon peinlich. So, aber Moment, hier hatte ich mich nicht richtig umgeguckt, oder? Da ist Schrott. Das hätten wir. Da, Transfertank. Okay. Sehr gut. So. Fehlt nur noch die Insignie. Okay. Kriege ich den da hoch? Nee. Kein. Doch. Es klappt trotzdem. Schön. Aussichtspunkt aufgelöst. Ja, fehlt nur noch die Insignie. Dann haben wir es auch zu 100%. Wie kommt man da hoch? Kommt man überhaupt da hoch? Weil es könnte sein, dass da hinten irgendwie die Insignie sich versteckt. Das könnte wirklich sein. Hier kommt man zwar hoch, aber ich glaube, man kommt nicht dahin, ne? Ja, doch. Oh, wie blind. Wie blind der Mensch doch ist manchmal. Oder? Ja, gut. Sind wir direkt dran vorbeigerannt? Und ich sehe das nicht. Schade. Oder, ja, gut, im Endeffekt egal, aber... fehlt halt noch die Insignie, die mich ein wenig nerven will. Gut, wenn das jetzt wieder zu lange dauert, dann... Hier hatten wir eine. Dann lasse ich es auch wieder. Da kenne ich ja gar nichts. Das ist mir dann vollkommen egal. Vielleicht finde ich die dann trotzdem irgendwann mal. Also ist es gerade sehr nervig, wenn man das nicht findet. Da geht's wieder hoch. Tja, wer weiß. Wer weiß. Es wäre irgendwie schon schön, wenn man sie finden würde. Nicht wahr? Hier war nichts. Schade. Also wirklich sehr schade. Muss ich zugeben. Na gut. Da irgendwo? Sieht nicht so aus. Guck jetzt hier nochmal auf dem Weg zurück. Ansonsten hauen wir hier ab. Machen wir was anderes. Nämlich wirklich genug noch auf der Karte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gesehen, was wir noch machen können. Von daher brauchen wir da jetzt nicht so viel. Das wäre so passend irgendwie. Brauchen wir nicht so viel Zeit hier verschwenden. Das wäre ja ärgerlich und unsinnig. Wegen einer blöden Insignie. Nee, danke. Dann hängt sie doch irgendwo an einem fairen Ort auf und nicht so. Das ist unschön, wenn ich es mal so formulieren darf. Das ist echt unschön. Weil sich hier blöd suchen, das ist alles andere als spannend. Naja. Gut. Dann nicht. Na, ihr? Ach, verdammt, ich wollte doch das Auto holen, ne? Dann holen wir das Auto. Und bringen es nach Hause. Hier sieht es aber auch so verdächtig irgendwie aus, als könnte hier irgendwo was versteckt sein.
isst aber nicht. Außer Nahrung. Ja, Gott sei Dank haben wir volle Gesundheit. Tja. Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Hier hängt nichts. Ich habe jetzt auch keinen Container irgendwo wieder gesehen, wo man noch rein könnte, wo das hängen könnte. Ich kann den natürlich auch übersehen haben. Das gebe ich zu. Es wäre nichts Neues. Es wäre alles andere als das. Also alles andere als neu. Na gut, was soll's. This could work as cover. Ja. Bringen wir das Ding erstmal heim. Ja, Godgash ist, glaube ich, genauso weit entfernt wie Cheat. Von daher, scheißegal. Hängt vielleicht von hier außen irgendwo was. Nee. Ich muss zugeben, es nervt. Es nervt mich schon ein bisschen. Hier, right here. Bad feeling about this place. Na ja, gut, was soll's. Wir bringen das Ding jetzt zur Festung und dann gucken wir weiter. Ja, das klappt doch wunderbar. So. Lenkt sich auch wie so ein LKW hier. Ja, schön. Läuft gut. Läuft gut. Ach, Mann. Das. Schön. Oh, könntest du dich mal verpissen? Also, ich habe jetzt echt keinen Bock darauf. Geh weg. Echt jetzt. Oh, jetzt reicht's mir aber. Nein. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Ja, klar, erwischt einen noch. Das geht doch. Ja, hüpft er mal eben dran vorbei an dem Drecksack. So geht's natürlich auch. Na gut. Können wir dann jetzt in Ruhe weiterfahren? Danke. Das ist unglaublich. Immer diese Nervbacken. Und dann noch dieses Ding hier, was ich echt lenken lässt, wie keine Ahnung, wie eine Kartoffel. Unfassbar. Och nö. Ja, ja, als ob die mit dem Ding noch fahren könnten. Das war die falsche Taste. Es tut mir leid. Es war wirklich die falsche Taste. Es tut mir echt leid. Wie blöd. Oh Gott. Naja, kann ja mal passieren. Scheiße. Ja. Habt ihr das auch mal gesehen? Ich dachte nur in dem Moment, wo er ausgeholt hat. Shit. Ja. Das kommt halt davon, wenn man echt mehrere Spiele auf einmal spielt,
und ein Spiel dann irgendwann wieder dazwischen schiebt sozusagen und da die Steuerung überhaupt nicht mehr kennt. Ach Mann. Das tut mir echt extrem leid. Naja, ein bisschen zumindest. Ja, schön. So, komm nach. Geht doch. So. Gib den Schrott her. Rück ihn raus. Volle Feldflasche, volle Munition. Schön. Heilen wir uns mal. Ja, das Fahrzeug hatten wir schon. Ich weiß, aber... Ölbrunnen kann gebaut werden. Wo kann man den dann bauen? Okay, hier unten vielleicht nicht. Da drin? Weniger. Kommt man denn hier hin? Wo auch immer. Ich hab keine Ahnung. Schrottcrew. Huch. We all know what you've done. What you killed, who you saved, all your wars and your pieces. So, Ölbrunnen, zeig dich mir. Spielcrew. Wie viele Teile haben wir? Null. Ach so, na dann. Putzcrew wäre genial, aber die haben wir leider auch noch nicht. Das ist das Waffendingens. Da vielleicht? Pink Eye was liberated. Those rats will scurry off and ja, steer another ship next. Mark my words. What happened to the concubine? The child. The child slipped away. Schön. How much good it'll do her? Now as for the concubine, she was part of a deal. Not much good it'll do me. Kommt hier auch wirklich so nicht runter. Ist unglaublich. Ja, der große. Ja. Ach man, Cham. Okay, hier haben wir einiges gebaut schon. Oder? Also ein bisschen was zumindest. Ja, einiges. Wasserspeicher, die Waffenkammer und den Ölbrunnen. Ja, ist doch super. Ist doch alles gut? So. Ich bin ja drauf und dran, hier irgendwie die Infos zu holen. Ohne ihn vielleicht niederzuschlagen. Den Informanten. Hoppala. Warum nicht? Holen wir das einfach mal. Kann ja nicht schaden. Außer wenn ich mich verfahre. So weit war das doch gar nicht. Nanu? So weit war das echt nicht? Wo versteckst du dich denn? Bist du weggewandert oder wie? Oh Gott. Nicht den jetzt auch noch überfahren. Stimmt da oben irgendwo. Autsch. Vielleicht von hier. Oh, ist dem Champ vielleicht wenigstens mal nicht langweilig, wenn er wartet. So, und du? Ja, Ah. You can stand here with me. Yeah, not the best spot me.
watching the convoys ride on by. Maybe they dropped something on me. Maybe. The one goes by here, got metal armor plate. I want to rob it, but I can't. Need a harpoon to rip out the armor. Ain't no hard feelings if you do it. Me? I just sit tight, watch and live. Pick up any scrap might spill behind from the carnage. Okay. Hat er uns jetzt eine Schmuggelroute verraten? Da hinten fährt was. Da ist er. Eine Kolonnenroute? Ja, dann machen wir das gleich mal, ne? Wenn er uns schon den Tipp gibt. Warum nicht? Careful! Enemies on the horizon! So. Da. Ne, es sind nicht die von der Kolonne. Sir, convoy of epic proportions. So, aber wir müssten gleich dran sein. Ja. Forget not the grand mojo what sits on the hood. So. Der Schrott kann mir dann in dem Moment mal egal sein gerade. Shit. So. Können wir dann? Jetzt hat ja super geklappt gerade. Der Donnerstecher ist echt der Knaller, wirklich. Schön. Irgendwo ist doch hier ein Sniper unterwegs. Oh, fuck, 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 fuck. Mach hin, Champ, mach hin. Wir haben zu tun. Hurry up. Süß. So, dann folgen wir der Kolonnenroute mal. Fertig. Irgendwann müssen wir die ja irgendwie wieder kriegen, hoffe ich. Wäre blöde, wenn nicht. Oh, Griffa ist da, okay. Spannende Musik wieder. Ja, ich sehe ihn schon wieder auf der Minimap. Sehr gut. Da. Schön. Na komm. Boah, zwei auf einen Streich. Sehr geil. Upsala. Sehr gut. Ach, hier sind wir wieder. Hier waren wir doch gerade schon mal. Warming!
machine rolls nowhere without wheels. Sehr gut. Oh. Mal eben. Ah, da ist der Sniper, der Drecksack. Wow. Na komm, gib Gas. So, jetzt holen wir uns ihn aber. So, ich sammel mal. Ach, wie feige der einfach ist. So, oh Gott. Nein. Danke. Gott, ist das Ding hässlich. Drecksack. Spinnt wohl, wa? So. Na? Willst du flüchten? Oder willst du es weiter versuchen? So. Jetzt musst du wohl so kämpfen. Drecksack. Das hast du verdient. Mistkerl. Mistkerl.